Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von dem Minecraft RPG Projekt. Wir haben ein Dorf gefunden und haben uns zum Plan genommen, dieses Dorf mal auszubauen, wenn wir Zeit haben. Also wenn wir auch Lust haben ein bisschen. Und haben einen Platz für eine Villa gefunden. Dort seht ihr Villa. Und werden die Villa, ja, sagen wir zu 30% oder so ausbauen, bis sie fertig ist, und dann werden wir auch ein bisschen wohnen dort. Also eben 30% an der Farm, 30, also 33% an der Farm, 33% hier und der Rest halt mit dem Farmen und so weiter. Und die Villa wird riesig und ich möchte sie so schön wie möglich bauen und hätte gerne auch ein paar Vorschläge, wenn ihr so nett sein würdet. Aber müsst es natürlich nicht. Und sendet mir Feedback, also schreibt es unten in die Kommentare und drückt fest den Daumen nach oben für die Kommentare oder für das Video, das ihr besonders gut findet natürlich. Aber ich meine einfach für die Kommentare, die ihr mögt. Also wenn ihr jemand schreibt, bitte mach einen Leuchtturm, und ihr findet, es wäre richtig mal Zeit und ja, es wäre cool, wenn du einen Leuchtturm machst, dann macht bitte Daumen nach oben. Das würde mir wirklich helfen zu sehen, was findet ihr gut und ja, was wollt ihr überhaupt? Also eben, es ist ein riesiges Wunschkonzert, dieses Projekt, und ja, wenn jemand beginnt, dann machen die anderen nach mit und so weiter. Also bitte, ja, ich möchte nicht immer alles alleine machen. Ich werde doch langsam ein bisschen berühmter, oder? Ja. Also dort haben wir ein Savannenbiom gefunden. Ich müsste eigentlich alles kennzeichnen. Aber, ich habe jetzt gerade keinen Bock, die ganze Zeit Waypoints zu machen. Und so wichtig ist das Savannenbiom momentan noch nicht. Ich könnte mal so ein eingeborenes Dorf machen oder so, also so ein tansanianisches oder kenianisches Dorf machen, was sie früher halt gemacht haben, so mit Dreck am Boden und die Hütten aus Stroh und so weiter. Wir haben ja jetzt Stroh, also wenn es schön aussieht, können wir das mal machen. Ich hoffe es jedenfalls. Und hier haben wir auch eins, da können wir doch ein Waypoint machen. Savanne. Gut, was ist das für ein Biom? Einfach nur Savanne. Kein Savanne Plus, kein irgendwas. Gut. Aber eben, das ist, glaube ich, nur in den Mistcraft-Welten so, dass die so komische Sachen dazu haben. Aber dieses Koppel, dieser Koppelstrand, der hat mich verwundert. Das wusste ich gar noch nicht, dass es so ein Biom gibt. Okay, nun gut, es wird langsam ein bisschen langweilig, langatmig beim Durchrennen. Ich werde hier mal zurückkehren. Und in die Mine gehen. Ich habe genug Spitzhacken, genau. Hat es hier noch etwas? Das haben wir letztes Mal geholt, glaube ich. Hier haben wir doch noch Pilze. Wie haben sich die fortentwickelt? Gar nicht. Wir waren zu wenig hier. Nun gut, ich werde hier noch kurz... Oh, du hast mich erschrocken. Die Sachen reintun, die ich nicht da brauche. Damit wir mehr Platz haben. Gut. Also. Dann heißt es runtergehen. Und meinen. Wir haben hier in verschiedene Richtungen schon mal vorgegraben. Hier haben wir irgendwo Lava, da müssen wir aufpassen. Ja, habe ich es erkannt. Nun gut, hier werden wir nicht. Aber hier.
Und nicht wieder sterben, bitte. Ah, jetzt auch. Nun gut. Wir haben hier überall Lava. Ja, man sieht, es ist irgendwie ein Schnitt dort. Okay, dann meinen wir einfach in einer Dingcraft-Welt. Lassen das mal gemeint hier. Wenn wir hier reingehen, ah, das haben wir wahrscheinlich auch erkundet, oder? Ja, das haben wir erkundet. Da gibt es so viel Obsidian. Okay, die hellen Stellen sind wahrscheinlich für erkundet. Und die dunklen Stellen sind nicht erkundet. Wir machen das in einer Ding-Welt. In einer Mistcraft wäre das abbauen, damit wir hier noch genug schöne Sachen haben. Also Untergrund. Nicht ein verwendeter Untergrund. Was wir jetzt machen ist mit einer Hacke neue Felder hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier kommt Wasser hin. Und darum machen wir jetzt die verschiedenen Esssachen. Gut, Karotten machen wir hier vorne. Und Kartoffeln machen wir hier. Sehr schön. Können wir schon züchten? Haben wir nichts bekommen. Nun gut, die Hühner bekommen leider heute nichts zu essen. Und wieso ist hier ein Schaf? Wie ist das Schaf? Das ist gespawnt hier. Oder durchgeglitscht. Es ist durchgeglitscht oder durchgekommen irgendwie. Das gehört nicht hierhin. Tut mir leid. Ihr bekommt das nächste Mal Essen über. Ah, hier haben wir ja noch. Hier haben wir ja noch. Gut. Dann machen wir zuerst mal das hier. So. Und dann hier raus. Jetzt schauen, dass niemand durchkommt. So. Die Weißen. Eins ist weg von euch. Ihr bekommt ein neues. Und die Roten bekommen auch ein weiteres. Nun gut, gehen wir hier raus. Ja, toll. Dann gehen wir hier raus. Ich will nicht runterfallen. Gebt ihr auch mal Eier, bitte. Sie fühlen sich nicht gut genug, darum geben sie keine Eier. Hier haben wir noch Block des Zimmermanns. Natural Grass Color. East Direction. Was heißt East Direction? Silver Color, Medium Biomes. Wir müssen wieder ein Ding machen. Haben wir überhaupt noch genug? Eine Link-Page brauchen wir. Hier müssen wir das reintun. Nein, nicht hier. Hier. Genau. Beschreibungsbuch. Und wie haben wir jetzt ein Ding gemacht? H6 haben wir doch. Nein, wir haben H5 gemacht. Hier könnten wir es umbenennen. Wie haben wir jetzt das Buch gemacht? Steht es nochmals hier? Wir haben es, glaube ich, auch hier nachgeschaut. Das ist Buch und Feder. Crafting Guide.
Nein, ich möchte ein grünes Buch haben. Nein, das haben wir nicht gefunden. Mist, ich brauche doch noch ein grünes Buch. Wie haben wir das letzte Mal das gemacht? Ah, ich weiß, glaube ich, wie mit so einer dunklen Seite noch. Ah, jetzt haben wir keine Tinten mehr. Ich muss Tinte haben. Kurz schlafen. Meine Katze ist gerade am Ablenken. Ich weiß nicht, was ist. Ich wollte... Ja... Tinte, genau. Tinte. Dann machen wir uns Tinte. Mit Wasser. Genau. So, haben wir wieder genug. Ich glaube, ich brauche nochmals eine Linking Page. Dann muss ich die craften, zusammen craften. Mit einer Feder oder so. Oh je, ist ein bisschen kompliziert. Wenn ich das mit einer Feder kombiniere, passiert nichts. Mit Papier, nee. Mit einem Buch. Ach Mist, muss ich jetzt wirklich nachschauen. Okay, dann werde ich kurz hier den Part unterbrechen. Bis gleich. Okay, mit Leder. Haben wir Leder? Ja. Kann ich gleich mal die Bücher wieder reintun. Einfach so. Und schon haben wir ein neues Buch. Einen Buchständer möchte ich noch herstellen. Ja, so. Und der Buchständer hier links davon, rechts davon. Nicht das Buch. Das Buch. So. Hier legen wir das Eisen, Wasserflasche, Pflasterstein brauchen wir nicht. Erde brauchen wir nicht. Ich möchte noch eine Schaufel craften. So, und die zwei kaputten werde ich mal reintun. Ah, immer voll. Gut, dann haben wir alles. Die Overworld ist gemacht. Neue Zeit. Und jetzt graben wir uns, sobald wir uns ein bisschen umgesehen haben, einfach mal runter und machen eine große Mine. Ich hoffe, es ist ein gutes Ding. Also keine Fluginseln, keine schwebende Insel, keine Lava oder unzerstörbarer Block oder so. Und keine negativen Effekte. Wir sind hier. Lol. Nicht euer Ernst, oder? Erstens mal der Regen, dann zweitens einmal Nervensachen. Und drittens... What the fuck? So. Die nehmen wir mit. Also, hier hat's Wolken aus. Was ist das? So, gleich mal schauen. Oh, wir bekommen wieder Levels. Sehr schön. Also, was ist diese Wolke? Und dort gibt es sogar Bäume. Oh, hier ist eine bessere Wolke. Können wir hier runter?
Mac. Ich habe keinen Regen bestellt. Das ist doch mal schön. Wir haben so viel Quarz hier. Und dann aus Wolkenmaterial aus Eis. Das ist Eis. Wie zoomt man schon wieder? Das ist Eis. Okay, das kann man nicht abbauen. Und hier spawnen Pigs. Kurios. Das ist mal hammerkurios. Was ist, wenn man hier reingräbt? Was passiert dann? Was kommt dann sozusagen? Und wie ist es so hell hier in der Entfernung? Ist das ein Grafikbug? Ich hoffe nicht von Optifern. Also ich grabe jetzt mich hier mal rein. Ja, das ist wirklich alles nur... netter Stein. Nun gut, hier werden wir halt nicht farmen können. Dann gehen wir wieder nach oben. Und ich möchte das aufmachen, bitte. Ah, wir haben keinen Wegpunkt, stimmt. Das ist halt nicht eine Welt zum Meinen. Da müssen wir in eine andere Welt reingehen. In eine andere Welt. Oh, dort oben gibt es sogar noch Inseln. Sowas von schön. Komm, ich muss hier nach oben. Ach, komm schon. Also so eine schöne Welt. Also hier könnten wir wirklich auch mal etwas bauen. Wenn ihr Ideen habt, nur zu, ab in die Kommentare bitte. Würde mich richtig freuen, wenn ihr hier ein paar Vorschläge liefern könnt. Was wir in dieser Welt so machen könnten. Das ist Gravel, die ist von der Insel hier oben gekommen. Nun gut, wir haben hier eine Welt, die ist also Neff-Zeugs. Netter. Gut. Und die ist ja so Savannenart, ja. Saf Wüste Mining. Ich möchte es nicht hier rein tun. Hä? Okay, wir haben es. Ich dachte, das Fenster hat irgendwie anders ausgesehen. Vor. Nenn mich Quinn. Ich möchte mal bei den Erfolgen schauen. Was haben wir hier denn? Minecraft? Mystcraft. Eine Reise ohne Rückfahrschein. Rückfahrschein. Fertig ein Beschreibungsbuch. Vergesse aber nicht, dass die eine Reise ohne Rückfahrschein ist. Fertig ein Verbindungsbuch. Gut, jetzt hast du einen Weg zurück. Nenn mich Quinn. Reise ohne Verbindungsbuch in eine Dimension, aber ich hoffe einen Weg zurück. Kopiere das Symbol. Finde ein Symbol. Wir haben eine Verbindung zurück. Das ist kein Problem. Dann werden wir hier mal reingraben. Wir müssen ja meinen. Gut. Dann werden wir uns mal runtergraben. Graben wir mal auf Ebene 12. Ich finde, auf Ebene 12 hat man die Lava-Ding halt gerade auf einer Linie, oder? Die Lava sehen. Und das macht es ein bisschen entspannter, obwohl es auf Ebene 9 mehr Diamanten gibt.
Aber ich finde einfach, es ist angenehmer zu meinen. Dann werde ich hier auf Ebene 12 meinen. Ich denke, wenn wir mehr Eisen verwenden, haben wir eigentlich unendlich Rohstoffe, damit wir immer halt einfach ein bisschen länger meinen müssen, aber ja, damit wir immer genug Diamanten haben. Wenn wir dann nämlich die Eisenspitzhacken entschonten, haben wir eigentlich genug Durably, also Haltbarkeit, dass wir ja, locker auch meinen können mit Eisenspitzhacken, so genannt. So, hier haben wir Gravel. Erde. Hier haben wir Kohle. Ah, hallo. Wir haben immer noch das Nervenzeug im Inventar. Ich bin zu faul, um diese herauszunehmen. Ja, mal schauen, ob wir hier Erfolg haben. Ich weiß nicht, wie sich das ändert. Also, was jetzt, ob hier mehr Diamanten sind oder nicht. Ich denke nicht. Das ist ganz normal, denke ich. Und, ja, mal schauen. So, wir sind gleich unten. Zwölf, sehr schön. Dann machen wir direkt hier dann Seitengänge. Machen sie jetzt nicht allzu lange. Gehen gleich wieder zurück. Und das hat dann mehrmals. Das ist am effizientesten. Also ich sehe nur sehr wenig Lava auf der Map. Wir kommen zu einem Fluss. Ich hoffe, hier hat es die Rohstoffe. Weil ich bis jetzt habe ich nur Eisen und Kohle gefunden. Oder Eisen habe ich gar nicht. Ich hoffe. Sonst haben wir uns sinnlos hier runtergegraben. Es wäre ja blöd, wenn wir nichts finden außer Kohle. Ah, Eisen haben wir hier also. Das ist mal am wichtigsten. Aber das werde ich jetzt nicht rausgraben. Erst wenn wir es wirklich brauchen. Also Redstone haben wir auch. Dann haben wir alles. Denke ich mal. Nun gut, wo ist Diamanten? Ich bräuchte noch ein bisschen für einen Verzauberungstisch. Und meine Katze ist hinter mir jetzt. Auf ihrem Thron. Eisen. Diamanten. Ich möchte wieder einen Diamanten sehen. Ich werde jetzt kurz zu dieser Schlucht gehen. Und dann graben wir uns wieder zurück. Na, Schlucht, kommst du bei? Oder muss ich mich nach oben graben? Wir sind noch nicht ganz da. Oh, wir haben so einen Eisenspitzhackenverbrauch. Heftig. Also ich denke, wir sind jetzt unten dran. Ja, fast. Noch ein bisschen. Ah, hier ist die Schlucht. Dann ist sie auf der gleichen Ebene. Gut. Also ich brauche bitte Diamanten.
Hat sie auch Spawner? Ich möchte gerne nochmals einen Spawner finden. Ja, mir Kohle. Ah, Gold können wir mitnehmen. Ich sammle immer gerne Gold ein und bunker sie dann extrem viel, also viele Dinge dann. Also wir haben hier kein Ding. Jetzt muss ich schauen, wo die andere Schlucht ist. Die ist hier vorne. Oh. Nicht Q drücken. Schauen wir mal. Irgendwo hier vorne. Ja, hier. Können wir hier irgendwo oben? Graben uns jetzt mal hier rein. Unten dran? Nein, oben. Na, wo bist du? Schlucht, hallo. Ja, kein Eisen, ich brauche eine Schlucht. Da oben. Okay, gut. Die ist nicht so tief. Aber hier geht es wieder tief runter. Wir machen mal das Wasser hier aus, dann sehen wir auch da drunter. Ah, hier haben wir Diamanten. Sehr schön. Gut. Hier haben wir Diamanten. Gibt mir die Diamanten. So, wo haben wir denn weitere Diamanten? Wie kommen wir jetzt am besten da drüber? So, hier haben wir Lapis Lazuli, sehr schön. Geh weg, Fledermaus. Sonst muss ich dich töten. Okay, hier ist nix. Okay, wir sind hier ein bisschen in einer Situation, wo wir nicht weiterkommen ohne Gräbel. Ohne Erde. Ich sag schon immer Gräbel. Ja, hier ist fertig. Schade. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Und dann ist leider der Part schon wieder langsam fertig. Nicht so lange wie der vorherige Part machen. Und ich brauche mal eine Pause. Weil wahrscheinlich ist mein Blutdruck wieder tief. Ich habe Konzentrationsschwierigkeiten. Wegpunkt. Spawn, wenn ich bearbeite. Hierhin. Nun gut, zurück. Wir haben jetzt zwei Welten gemacht in diesen zwei Parts und haben ein bisschen erkundet in dieser Welt und in der anderen Welt und ja, ein Dorf gefunden. Das ist doch schön. Das gefällt mir doch. Und die drei Diamanten für eine Diamantenspitzhacke. Zuerst mal ein. Eigentlich bräuchten wir eine Diamantspitze gar nicht. Dann mache ich eine Enchanting Table. Dazu brauchen wir Obsidian. Bücher. So. So. Und Buch. Genau. Zaubertisch. Damit haben wir schon mal ein paar Dinge für Eisen. Spitzhacken, also zum Enchanten. Und wir können das nächste Mal dann. Ja, wir müssen noch eine Doppelkiste machen das nächste Mal. Können wir noch Bücherregale machen und so weiter. Wir werden ein Enchanting Table vorläufig mal hier oben. Ja, hier platzieren. Und werden dann Bücher ringsum machen. So. Ein Bücherregal, mein ich. Gut, hier haben wir noch ein bisschen. Ein paar Eier. Nur ein Ei. Und schon wieder ist ein. Wie können die Schafe
hier rüber glitschen. Wie glitschen die rüber? Ich bin extra dort drüben rausgegangen. Wieso ist hier schon wieder ein Schaf? Wie glitschen die also hier nach drüben? Ich muss es schon wieder töten. Ich kann nicht anders. Die können auch bei dem Tor eigentlich gar nicht durch, oder? Die sind doch extra gemacht, dass keine Tiere durchkommen. Ich verstehe es nicht. Also irgendwie ist es ein bisschen etwas buggy. Nun gut. Also bis zum nächsten Mal. Und da machen wir ein bisschen mehr in diesem Haus weiter. Und ja. Also Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.